Umgang mit Unfreundlichkeit anderer. Vielleicht bist du konfrontiert mit Menschen, die unfreundlich sind. Wie gehst du damit um? Es hängt jetzt davon ab, wem gegenüber die Menschen unfreundlich sind. Angenommen, jemand zeigt Unfreundlichkeit zu dir, dann kannst du überlegen, das kann doch eine Lernaufgabe sein. Vielleicht solltest du lernen, deine Würde, deine Haltung zu bewahren, auch wenn Menschen unfreundlich sind. Und du kannst auch lernen, mit anderen zusammenzuarbeiten und zu wirken, die dich nicht so freundlich behandeln, wie du es gerne hättest. Vielleicht meinen sie es auch freundlich und nur du empfindest es als unfreundlich. Wenn die Menschen es wirklich unfreundlich meinen, dann tue ihnen nicht den Gefallen, gekränkt zu sein. Bleibe weiter freundlich und höflich. Wenn ein Mensch unfreundlich ist zu anderen, dann könntest du auch sagen, es geht mich nichts an. Du könntest eventuell zu dem Menschen selbst mal sagen, wie er wirkt und ihm sagen, dass mit etwas mehr Freundlichkeit er vielleicht besser ans Ziel kommen würde und dass man besser zusammenarbeitet, wenn man freundlich miteinander umgeht. Eventuell könntest du anderen Menschen raten, diesem Menschen ruhig auch mal zur Rede zu stellen oder einfach mal ein Dreiergespräch machen, dass die beiden miteinander ausmachen können, wie sie besser miteinander umgehen. Aber vorsichtig, man sagt dann, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte, aber es gibt auch, wenn zwei sich streiten und der Dritte versucht zu vermitteln, dann kämpfen plötzlich beide mit dem Dritten. In diesem Sinne, pass auf, wenn du Frieden stiften willst, dass du das geschickt, gut machst und auf eine Weise, dass die anderen auch damit zurechtkommen. Egal was passiert, du selbst kannst freundlich bleiben.